Okay, schon was gemacht. Und hat genau das gemacht, was gemacht werden müsste. Was? Da. Du machst den weg. Aha. Und der da hinten machst den da weg. Was? Okay, neues Spielzeug. Du und alle werden müde. Du machst niemanden weg. Achso, die Reihenfolge könnte auch wichtig sein. Ne? Die treffen sich hier ja gar nicht. Okay. Der hier und der da unten. Du aktivieren. Einmal außen rum. Warum bist du mit aufgeblinkt? Ja, komisch. Aber nee, der hat nichts gemacht. Oder du musst es auch in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, du. Du da unten. Und du hier hinten. Nö. Sehr kurios. Licht an. So, du bist aktiv, du bist blau. Ja. Linie runter. Sehr gut. Wird ja langsam. Neue Druckplatte. Das heißt, du und du müsstest vor dir was aufmachen. Ganz schön viel sogar. Und noch eine neue Druckplatte. Das heißt, dich aktivieren und dich aktivieren. Geht hier was weg? Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Dich aktivieren und viel zu weit laufen. Ne, eine falsche. Ne, du gehst gar nicht. Welchen wollen wir jetzt eigentlich? Ach, den da hinten können wir nehmen. Dich und den da hinten müsste den da unten öffnen. Jo. Du hast vor uns ein A. Ist auch weg. Wie kriegen wir den da weg? Durch den hier und den da. Extrem rückwärtslaufig. Da komme ich gar nicht hin. Ja, komme ich nicht hin, ne? Das ist doof. Achso, das ist gar kein Feld mehr da. Will den hier weg haben. Hey, du schummelst. Also, du, oh, Kiste. Nicht bestimmte Reliquie, sehr schön. Oh, und ein Stärke-Elixier. Sehr, sehr schön. Kriegen wir den Rest auch noch weg? Den da. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir den hier. So, den da unten. Ja, keine zweite Truhe, okay. Und du? Da müssen wir den hier und den da hinten. Nee. Okay, den hier. Du bist aktiv? Ja, bist du. Na, da kommen wir gar nicht hin. Es könnte ein optionales Secret sein. Das will ich haben. Also. Moment mal. Werden jetzt alle
Platten hervorgehoben oder nur die, die damit interagieren? Ne, alle Platten werden hervorgehoben. Ich dachte schon, man könnte irgendwie mogeln oder so. Ne, nee. Du aktiv. Du aktiv. Weg. Nö. Ach so, vielleicht weil die schräg stehen, die kann ich gar nicht bewegen. Ne, die geht nicht weg. Na gut, dann haben wir das Rätsel gelöst. Haben eine Reliquie bekommen, was schon mal sehr schick ist. Wir haben Gold bekommen und wir hatten ein richtig schönes Rätsel. Ja, raus hier. Und wir sollten vielleicht gleich mal schlafen. Wenn unsere Helden nicht instant blind werden, nachdem sie 2 Tage in dieser dunklen Höhle gehockt haben mit Dunkelsicht. Vielleicht kotzen sie auch, wenn sie ans Tageslicht kommen. Zumindest Dirk. Also irgendwas ist da schon gerade mit dem Zauber passiert. Das hat so ein komisches Geräusch gemacht. Wow, okay. Jo, also ist hell. Weg. Schlafen. I feel stronger. So, wir sollten unbedingt Tyrix Gefahren-Ding jetzt wieder anmachen. Da. Something is coming our way. Be ready. Hier ist was. Ich höre wieder Schwerter. Ich bin nicht so wirklich motiviert zu kämpfen, aber ich bin... Oh. Wüstal. Nein, ihr werdet mich nicht erwischen. Fortsetzen. Was? Hallo? Okay, die Elfe will nicht erwischt werden. Oh. Da sind wieder Gegner. Die umgehen wir mal. Und Sackgasse. Oh. Mann, Schild und Tränke. Sehr gut. Zeig mal so das Inventar. Das kann bestimmt alles runter. Das trinkt Gerugon. Weil er das braucht. Greifenring kann auch weg. Mondtalisman kann auch weg. Und inzwischen gibt es richtig schön viele verschiedene Schmuckarten. Das finde ich richtig toll. Es war am Anfang ja doch ein wenig mau. In Akt 1. Aber jetzt wird es halt immer mehr. So, 2 Jungs. Sind es auch nur wirklich 2 Jungs? Ich sehe da hinten nichts. Ja, komm. Also, du Schild. Du Feuerball, du vergiftest beide. Sehr schön. Britzel. Du Haus, du Feuerball, du Steinhaut, weil die scheinen primär körperlichen Schaden zu machen. Trifft alle benachbarten Gruppenmitglieder. Ja, okay. Kann vergiften. Hat Gegenwehr. Kann verwirren. Sehr schön. Au, au, au. Du machst das, du machst das, du machst Heilung. Du machst das. Wir heilen hoch. Sehr gut. Du Faust, du Feuer. Ah, die Gegner halten inzwischen doch recht viel aus. Das ist ein wenig lästig. Du... Das tickt noch. Er macht Gift nochmal. Kriegen die auch Schaden durch. Wenn auch nicht wirklich viel. So, du. Neue Rüstung. Gleich haben wir keine mehr. Feuerball. Kriegt ja 21 Schaden. Das hat er mit ihm 87 gemacht. Du, zeig mal ganz kurz dein... Er hast noch keinen Meisterrang. Hast du schon Meisterrang in Luft? Nö. Also haben die garantiert hohe Erdresistenz. So, du solltest eigentlich jetzt einen Zaubertrank trinken. Aber ich denke mal, die sind jetzt bei knapp 50%. Das schaffen wir eventuell, ohne mal einen Trank zu trinken. Wir sollten nur nicht ihn hauen, weil er hat Gegenwehr. Also ihn hauen. Du haust ihn. Wow. Ja, ja, okay. Pritzel. Hauen, hauen. Neue Regeneration. Ja, kommt doch ein bisschen was zusammen an Schaden.
greifst auch im Nahkampf bzw. Fernkampf an. Ja, Heilung kommt da nicht wirklich gut mit. Blitze. Hauen. Ja komm, die billigen Heiltränke kannst du trinken. Die machen ja nichts. Oh, du auch. Hauen, hauen. Ups, das war ein Zauber. Kann einem ja auch mal rausrutschen. So, hauen, hauen. Neue Heilung. Und das Gift müsste die langsam runterbekommen, ja. Hauen, hauen. Heilung, hauen. Weg, weg, weg. Weg, komm schon. Ja, Gift, okay. Aber ist doch mal schön, dass wir endlich auch wieder einen Kampf hatten, wo wir nicht uns mit zigtausend Zaubertränken vollpumpen mussten. Ja, okay, wir mussten kleine Heiltränke trinken, aber die kosten nichts und da haben wir eh viel zu viel von. Zalana? Ups. Dreck! Sehr schön. Jetzt hat Zalana aber keine Erfahrung bekommen. Die müssen Gegengifte trinken. Also so wirklich toll war der Kampf doch nicht. Also ja, wir haben keine Zaubertränke gebraucht. Dafür haben wir jetzt zwei Gegengifttränke gebraucht. Talana sieht nicht gerade topfit aus. Hat auch keine Erfahrungspunkte bekommen, weil sie K.O. war. Und überhaupt. Nee, 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 nee. Da muss noch dran gearbeitet werden. Also du... bei dir wollten wir irgendwas steigern beim letzten Stufenanstieg. Also der Gerug in der Vergangenheit meinte... Das sollten wir jetzt echt mal nächstes Mal auch machen oder anders machen. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Ich glaube Geist. Damit er öfters die Rüstung zaubern kann. Weil Lebenspunkte hat er ja doch genug. Momentan. Ja, ich glaube, ich nehme mal Geist. Vielleicht sogar Magie. Damit die Rüstung auch mehr schützt und die Heilung mehr heilt. Ja, mach ich mal. Das plus 1 alles hast du ja schon genommen. Und Skills solltest du jetzt eigentlich... Kriegsführung würde auch Mana bringen. Vor allem prozentuales Mana, das ist richtig gut. Ja komm, das machst du mal. So. Hast du jetzt 106? Hast jetzt 106? Oh. Okay, das wird wohl gleichzeitig mit angezeigt. Nur ganz kurz. Also hier ist ein Altar, der aufhebt. Hier sind ein Haufen Baumstämme. Nix. Nix. Oh. Oh. Navea Delta. Navea. Ich denke, das da ist Karsal. Die Stadt, wo wir die ganze Zeit schon hin mussten. Und Navea Delta wird dann der Fluss sein, der da bei Karsal lang geht. Also für die Geologieaufgabe da. Hafenviertel betreten. Oh, geht nicht. Runden tickern runter, wir können nicht rein. Das ist komisch. Okay. Also wahrscheinlich sollen wir storytechnisch noch gar nicht hier sein. Das heißt, wir sollten eventuell auch gehen. Aber schön zu wissen, dass es hier schon mal die richtige Richtung ist. So, hier kommen wir wieder zurück. Hier hin. Okay, okay, okay. So ein, zwei Kisten vielleicht noch, damit wir mehr zum Verkaufen haben. Hier ist nix. Gefährliche Höhle betreten. Und ich höre ganz viele Schwerter, die sich wirbeln. Atza. Ich wollte eigentlich Aua schreiben, aber... wird verständlich genug sein. Nee, wenn ich da hochgehe, aggroen wir bestimmt da oben irgendwas. Okay. Wir gehen jetzt weg. Wir arbeiten uns langsam wieder vor in Richtung Sea Haven und Sorbigal, um Tränke zu kaufen. Wobei wir da, wie gesagt, an den Händler denken müssen. Damit wir ein bisschen Geld sparen. Wir verkaufen den ganzen Ramsch. Wir gehen zu dem fahrenden Händler. Da konnten wir nämlich, glaube ich, Experte werden in Primärmagie, damit Talana da mal ein paar neue Sprüche lernen kann. So.
Achso, du bist die. Die einzige Elfe, wo die Rüstung ansatzweise passend aussieht. Aber du wolltest nur über deine Tätowierung sprechen, genau. Sehr skurrile Dame. Ja, also Primärmagie-Experte. Denn die Sprüche für Primärmagie, die kleinen Zaubertränke, die großen Zaubertränke, die mittleren Zaubertränke, alles an Zaubertränken. Artefakt identifizieren, das wir gefunden haben in der Krypta. Navea Prairie. Der Name steht echt überall, ja? Sind wir gerade in der Nähe von dem fliegenden Ding? Das sehe ich gerade nicht. Also müsste ich hier in der Nähe gewesen sein. Da ist ein Zauberungsdingensbummens. Das sind bewegende Bäume. Ne, es ist weiter im Westen. Gut, wir gehen jetzt nach Sea Haven. Machen da die ganzen Sachen, die geplant waren. Springen von da aus nach Sorpegal via Kutsche. Und auf dem Rückweg von Sorpegal zu Fuß hierher gehen wir beim fahrenden Händler vorbei. Oh, das ist der Plan. Klingt nach viel Arbeit. Also rein da.